Hast du die Fischchen im Wasser gesehen? Hast du erwartet, dass wir hierher kommen? Haben wir uns verirrt? Nein, haben wir nicht. Weißt du was? Du solltest mir vertrauen. Ich muss dir nicht helfen. Aber ich mache es trotzdem. Versuche dir. Bla bla bla. Ich glaube, er hat beschlossen, uns in Ruhe zu lassen. Nein, das habe ich nicht. Ach, zu schade. Du solltest dich mehr anstrengen. Für dich selbst. Du solltest mehr anstrengen. Was er sagt, wahr wäre. Musik.
brauche ein bisschen Hilfe. Hör mir zu. Ich verstehe, dass du dich unter Druck gesetzt fühlst. Aber du musst zuhören, wenn du das wirklich durchziehen willst. Du kannst das nicht allein schaffen. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst. Aber was ist, wenn ich nicht will? Sie war diejenige, die wirklich, wirklich geholfen hat. Ich will dir nur Rat geben. Ich will, dass du hier rauskommst. Und wenn du raus willst, wenn du wirklich raus willst, anstatt ängstlich durch die Gegend zu laufen und dich vor allem zu fürchten, was du siehst oder fühlst, dann musst du weiter zuhören. Lieber allein mit dir als mit ihm. Gut. Aber jetzt haben wir uns komplett verirrt. Tut mir leid. Unsere einzige Hilfe vergraut. Er war gemein. Wahrscheinlich war es mein Fehler, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und jetzt ist es dein Fehler, dass wir uns verirrt haben. Die Dinge sind nur aus dem Gleichgewicht geraten. Was meinst du damit? Es war Zeit für uns, Hilfe zu suchen. Er will uns helfen. Er hat mir wehgetan. Bist du auf seiner Seite? Versteh doch endlich. Er hat uns Führung gegeben und du hast ihn vergrault. Na und?
Willst du um jeden Preis hier raus? Auch wenn es mir wehtut? Ich wollte dir nicht wehtun. Doch, das wolltest du. Genau das wolltest du. Du sagst immer, dass du mehr brauchst. Ich nicht. Ich brauche nur meine Freunde und mein Schloss und meine Bücher. Ich bin doch da. Und wenn du genauer hinsiehst, was siehst du? Wenn ich genauer hinsehe. Wenn ich genauer hinsehe, sehe ich alles. Wo ich bin, was ich tun muss, um rauszukommen. Angst ist nirgendwo. Und jetzt noch eine letzte Zugabe. Gut, du bist weit gekommen. Glaubst du bist bereit?
Was machen wir, wenn die Lichter ausgehen? Wir wachsen. Wohin gehen wir, wenn die Schatten wachsen? Wir gehen weiter. Wie wachen wir aus den schlimmen Träumen auf? Wir träumen weiter. Warum bleiben wir hier, wenn wir einfach gehen könnten? Sie hatte Angst vor der Sonne. Sie hatte Angst vor Beurteilung. Andere werden immer gucken. Ich spiele, sie gucken zu. Geben wir ihnen einen Grund zum Gucken. Sie hatten Angst vor dem Feuer. Du hattest Angst, dass es ausgehen würde. Ich werde die Flamme sein. Ich werde nicht mehr zittern. Ich werde hineinsehen und mich nicht darum kümmern, was ich sehe. Ich weiß, was wir brauchen, um rauszukommen. Ich glaube, du bist es auch. Ich glaube, du hast es immer gewusst. Du hattest Angst vor Donner. Du hattest Angst vor dem Nachtlicht. Du hattest keinem vertraut, der dir Führung geben wollte. Tut mir leid, dass ich nicht besser zugehört habe. Das spielt keine Rolle. Jetzt machst du das wunderbar. Ich bin so froh, dass du so weit gekommen bist. Ich kann es jetzt allein schaffen. Ja, das kannst du. Ich musste nur den Abgrund überwinden. Den Abgrund zwischen uns und ihm. Den Abgrund zwischen dir und mir. Weißt du noch, warum du hergekommen bist? Du warst verirrt. Du hattest Angst. Jetzt bist du stark. Du kannst das beenden. Ich werde aussehen wie er. Mich verhalten wie er. Eins mit dem Werden. Thank you.
Wie du dich selbst siehst, werden dich auch andere sehen. Und das ist gut so. Versuche es weiter. Ich muss es tun. Jetzt oder nie.